Hallo zusammen und herzlich willkommen hier beim Livestream. So, also es hat sich etwas verzögert, weil ich noch private Telefonate klären haben müssen, also Sorge dafür. Gut, ich habe noch gesehen, ich muss da noch ein AI ausschalten. So, aber jetzt geht's. Ich hoffe, ihr habt alle ein Bild. Oder auch nicht. Hallo? Jemand zu Hause? Ein super Bild. Ja. Ja, ich streame jetzt in einer besseren Auflösung, weil ich habe meinen PC ein bisschen, ja, verbessert. Deswegen kann ich auch mit höheren Einstellungen streamen. So mal. Ja, im Vorweg möchte ich mich mal bei allen Abonnenten bedanken auf YouTube. Es sind ja jetzt schon über 400, ich glaube 410. Dankeschön an alle. Habe Bild, okay. Gut. Und mittlerweile bin ich auch über 1000 Aufrufe, also 100.000 Aufrufe. 1000 Aufrufe wäre etwas zu wenig, aber naja. Mittlerweile habe ich 100.000. Ist auch ziemlich viel für 5 Monate, also nicht so schlecht. Finde ich mal so. Ja, also in Singleplayer habe ich ja da oben die Lampen reingetan. Jetzt im Livestream können sie wieder raus tun, weil das funktioniert nicht so. Der Mod hat einige Bugs und dann stürzt Minecraft immer ab. Nur mal so nebenbei bemerkt. Ach ja, das war jetzt alles ein wenig stressig die letzten paar Minuten, deswegen muss ich mich jetzt kurz mal ein bisschen beruhigen. Also ihr seht, die Querbe arbeitet anscheinend auch wieder. Mal schauen. Ja, der Winter ist auch vorbei, zum Glück, weil das war ja enorm viel Schnee hier. Ich werde etwas langsamer laufen, dann seht ihr das besser. Hier habe ich die zwei Generatoren abgebaut. Und die Quelle kann ganz normal arbeiten, weil kein Eis mehr ist. Ich wollte sie eigentlich umbauen, aber ich hatte keine Zeit für solche Sachen. Das war etwas nervig. Ja, dann passt meine Qualität gut. Ich hoffe, es stockt auch nicht. Normalerweise dürfte es nicht stocken. Ja, das Dach habe ich auch noch fertig gebaut. So weit und so gut halt. Grob wenigstens, sonst nichts. Dann ist gut, dass alles flüssig ist. Ja, zurzeit halt 7 Zuschauer ist nicht viel, aber es war ja ein Spontan-Livestream. Weil ich ja meine PC neu aufgesetzt habe und alles installiert und da wollte ich das Ganze nochmal testen. Also hier habe ich die zwei Generatoren angeschlossen an unsere Lichter. Hier zwei Bedboxen, damit die immer genügend Strom haben, weil im Winter produzieren ja die Solarzellen nur 1 EU, weil ja sozusagen regnet für die Solarzellen oder schneit, ist das gleiche. Und dann hat das nicht gereicht, da habe ich die zwei Generatoren angeschlossen. Wie gesagt, mittlerweile müssen wir das alles wieder abreißen, weil das ist so, wenn die leuchten und ich durch ein Portal gehe, dann stürzt Minecraft immer ab. Beziehungsweise nur noch ein FPS, bis ich die Lampen ausschalte und wieder nur einschalte, dann geht's. Aber das will ich jetzt ehrlich gesagt nicht immer die Lampen aus- und einschalten, deswegen reiße ich das Ganze ab hier. Zumindest die Lampen. Und hier bauen wir uns dann einfach Red Power Lampen rein. Ich hoffe, das funktioniert mit den Red Power Lampen. Zumindest sollte eigentlich schon funktionieren. Was meint ihr? Welche Farbe sollten wir hier nehmen? Für die Red Power Lampen? Gelb, weiß, vielleicht rot, ne? So mal so. Bisschen erotisch. Nee, keine Ahnung. Ich würde weiß nehmen, oder? Was meint ihr so dazu? So, mal schauen, ob noch heute noch etwas mehr Leute kommen. Ja, rot, das war mir klar. Das war eigentlich ein Scherz, aber naja. Mal schauen. Runtergefallen. Kein Jetpack auf. Ach ja, das habe ich in die Ladestation getan. So, also ich werde hier mal schnell für euch ein paar Lampen versteigern. Wer will sie haben? 10 Stück hier im Angebot. Jetzt nur um 30 Euro. Der erste, der zugreift, kann sie haben. Nervig hier. Echt blöd. Ich ja. Okay, ich gebe sie dir. Hier hast sie. Ja, kann ich sie nichts geben, leider. Ich schicke sie dir nach Hause. Muss mir deine Adresse geben. Ja, die Frage ist jetzt wirklich, was wir mit dem machen. Schöner Mod, aber leider funktioniert er nicht. Ich
dachte auch nicht, dass das ja nicht funktioniert, aber zu früh gefreut, weil das ist echt gut mit diesen Lampen, weil die wirklich Strom verbrauchen und ja, ziemlich viel Licht liefern. Wir haben noch 4 weiße Lampen. Können wir die ja nehmen schon mal? Und ich glaube, wir brauchen da Knochenmehl. Kannst in die Kiste der Schande werfen, ja. Die müsste ich hier eine machen für die Mods, die was nicht funktionieren. Eine Kiste der Schande. Oder gibt da jede Menge Mods, die nicht funktionieren hier. Beziehungsweise funktionieren schon, aber halt nicht wirklich einwandfrei funktionieren. Doch. Genau. Ich war noch kurz meinen heute. Also ich habe einen neuen Minenschacht gegraben. Weil wir haben ja keine Diamanten gehabt. 3 habe ich gefunden, mehr leider nicht. Eine mare Ausbeute, aber naja, 3 besser als wir gar nichts. Wir können ja dann zusammen noch rübergehen in die Mine, falls ihr wollt. Ach ja, in Nether habe ich noch ein bisschen Redstone geholt. Das hauen wir einfach hier rein, das müsste ja unsere Anlage eh durchschmetzen, soviel ich weiß. Hoffe ich halt nochmal. Dass wir das Redstone auch drin haben, ja, das haben wir drin. Genau, es wird hier durchgeschmolzen. Dann haben wir wieder 6 Stacks Redstone. Ist auch nicht schlecht. Genau, Advanced Solarzellen wollte ich noch ein paar kräften lassen. Wobei, ich denke mal, das wird jetzt nicht funktionieren. Noch funktioniert. Wir werden gleich vorerst mal schnell noch wohin latschen und was machen. Wenn ich wüsste, wo das war. Genau, hier hinten. Weil ich habe ja auch mal im Singleplayer Let's Play angedeutet, dass wir ja Probleme mit diesem Zuckerrohr haben. Ja, ein paar Frames-Einbrüche habe ich noch, aber ja, das stört dich hoffentlich nicht. Wieder kein Jetpack, Mann. Ich bin wohl doof. So. Pst. Hier irgendwo da. Die Ranch packen wir in den Rucksack, bevor ich wieder irgendwas Sinnloses abbaue. Was ich eh eigentlich immer mache, sinnlose Sachen. Aber naja, mich stört's ja nicht. Ha, ihr müsst ja nur zuschauen. So, dann fliegen wir einfach hier mal querfeld ein. Sofern das möglich wäre, ist das aber nicht. Hier wächst ein Baum. Wo kommt der denn hier? Der gehört aber hier nicht hin. Hier sollten normale Rubber Trees wachsen und nicht so ein blöder Baum da. So, ja, ihr seht das, es ist gar nichts mehr hier. Gar kein Zuckerrohr mehr. Es ist echt blöd, dass der Wind alles zerstört. Deswegen müssen wir hier alles per Hand nochmal aufforsten. Also aufforsten. Ansetzen. Und dann später werden wir hier nochmal ein Dach drüber bauen. Über die Anlage. Hallo, hi. Na komm. Warum kann ich hier nichts platzieren? Ah ja, weil hier kein Wasser ist. Hier kommt eigentlich die Fackel hin. Das ist so blöd, weil hier habe ich ziemlich ein kleines Spielfenster, weil ich nur 1280 mal 720 spiele, damit es für Streamen einfach ist. Aber naja, es wird schon gehen. Andere haben nicht mal so ein großes Fenster. Oh. Hier kommt auch noch eine Fackel hin. Wie lange ich den Livestream heute mache? Heute mache ich nur 1 Stunde wahrscheinlich. Vorerst mal. Weil ich nicht so gut drauf bin, deswegen aber. Wir machen hoffentlich das Beste draus. Und morgen muss ich auch wieder früh raus, also. Ja, okay, es ist ja das Ziel. Wäre eine blöde Ausrede. Ich muss mir eine bessere einfallen lassen. Mein Kapazität geht einfach kaputt nach 1 Stunde. Deswegen kann ich nicht länger machen. Ja, ich kann nicht nur LS spielen, sondern ich spiele auch LS. Aber der nächste Livestream wird in LS sein. Im Multiplayer. Also es können dann auch einige Leute mit teilnehmen an dem Livestream. Aber das werden dann nur ausgewählte Leute sein. Mit denen ich schon zuvor mal gespielt habe. Weil, damit ich auch weiß, wie die sich verhalten und so weiter. Genau, Lampen waren wir ja. 64. Ja, ob du dabei sein kannst, das weiß ich nicht. Wie gesagt, ich werde, wenn dann zuerst mal mit den Leuten im Vorfeld schon spielen. Wie ging denn der Scheiß jetzt? So? Nö. Wie ging denn die Luma heißen die, ne?
Achso, Leuchtstein brauchen wir. Ja, bewerben. Ich weiß nicht, wer da einfach, wer halt Interesse hat, schreibt mir im Forum einfach oder in einem Beitrag und dann spielen wir einfach mal so im Multiplayer und wenn alles gut verläuft und derjenige sich benimmt und alles, dann kann man natürlich auch im Livestream spielen. Vorausgesetzt ist natürlich auch, dass er Teamspeak hat, weil wir dann über Teamspeak sozusagen reden werden und uns unterhalten so. Und dann brauchen wir noch Glas. Das müssten wir ja eigentlich in Massen haben. Und was war unterhalb Redstone, oder? Ich denke mal, das war Redstone. Ich hoffe es. Nee. So. Genau. Zack. 26 Lampen. Oh. Auch nicht schlecht. Die bringen wir gleich mal an. Ah, hier könnten wir noch meine ganzen Punkte wegmachen, damit wir die haben. Und hier dann die Lampen rein. Klatsch, klatsch. So, zuerst noch die da drin und ich denke mal, da werden wir noch mehr brauchen, das wir zwei. So. Aber es ist. Ich denke mal, das wissen schon einige. Aber es ist ja ein Livestream und keine Fragestunde, wie man irgendwelche Mods und so installiert. Und dafür gibt es Google, einfach mal Google, Bucket und Minecraft Forge, dann wirst du gleich fündig werden. So, jetzt habe ich alle Schalter und alles weggelegt, jetzt habe ich nicht mal so etwas. Ja, aber was glaubst du, wie andere es gefunden haben? Glaubst du, wie ich das gefunden habe? Es geht ganz einfach. Genau, Google ist dein Freund. Man findet es schon. Natürlich, der erste Treffer wird es nicht sein, außer man formuliert das wirklich gut, aber sag mal, vieles, ja, fast alles findet man in Google. Nur persönliche Erfahrungen findet man selten in Google, weil es keiner schreibt. Beziehungsweise, ja, schreiben tun es auch viele, aber halt nicht so richtig dargestellt wird, weil sie es nicht richtig formulieren. Geht das eigentlich so hoch? Geht ja. Gut, dann geh wieder weg da. Und hier kommt der Receiver hin. Der heißt, glaube ich, Nacht. Genau. Und schon haben wir die Beleuchtung geändert. Ja, hier ist hell, aber ich glaube, da drinnen wird zu dunkel sein. Oder? Was haben wir hier für ein Lichtlevel? 8. Ja, hier. 6, das ist blöd. 6 dürfen wir nicht haben. Lichtlevel 6. Ja, nicht das andere 6. 6. Dann haben wir einfach hier noch eine Lampe rein. Und da noch eine. Dann passt das hoffentlich. Zack. Ja. Oh, die leuchtet eh schon. Nur die andere noch nicht. Auf. Hm, haben wir noch Redstone? Ja. So, aber jetzt leuchtet sie. Ah, jetzt leuchten alle. Perfekt. Und sogar noch 12 Stück übrig. Da können wir gleich später dann weitermachen. So, dann alles rein. Home. Gehen wir schlafen. Gut, was gibt es denn sonst noch so alles zu erzählen? So nebenbei, da wollen wir jetzt etwas craften werden. Und zwar, ich habe ja gesagt, dass ich in den Livestream jetzt dann heute wahrscheinlich einen Reaktor machen werde. Also das Licht geändert, das war meine Aufgabenliste. Dann eben das AKW, habe ich gesagt, fangen wir mal an zu craften ein wenig. Und ja, was in Zukunft da kommen wird und wie es weitergeht. So, aber zuerst muss ich mal schauen, wie das AKW geht. Also, der Reaktor. Reaktor. Ja, Fusionsreaktor wollte ich eigentlich machen, klappt aber leider auch nicht. Deswegen, Advanced Alloy haben wir ja. Advanced Maschine Block. Circles haben wir auch. Also viermal. Und zweimal.
Das lassen wir schnell mal unsere Anlage machen für uns. Also davon 4. Und von denen waren es 2. Ja, machen wir auch gleich 4. 3 Leuchtstaub. Das haben wir leider nicht. Vielleicht verspielt er oder hallo? Kobold. Hast du den Muffin nicht mitgenommen? Der Kobold hat sein Muffin vergessen, ne? Nichts gegen dich, Muffin, aber... Passt jetzt gerade so richtig. Mutter Alina. So. Kann mir noch einer schnell das Rezept sagen, wie man Leuchtstaub macht? Ich glaube mit Gold und wie noch? Oder wie ging das schnell? Das weiß ich nicht mehr. Also Leuchtstaub kann man ja aus Gold machen. Nur wie, weiß ich jetzt gar nicht mehr. Gold und Redstone. Goldbarren oder Dust? Nein. Nugget, okay. Nugget haben wir eh noch da. Aber da muss man wahrscheinlich mehr machen, oder? Muss man das nicht so irgendwie machen oder so, keine Ahnung. Wie muss man die anordnen? Ich bin zu blöd. So. Das hier rein. Zuckt. So und so vielleicht. Nö. Mal schauen, vielleicht zeigt er mir das an. Ich habe es damals auch nur in der Wiki gelesen. Traumhaft. Ich will es nicht mazerieren. Ah, hier ist etwas. Wow, aus 4. Komm eins. Verlassfestung. Das brauche ich nicht. Das brauche ich auch nicht. Das auch nicht. Ja, super. Okay. Das ist jetzt blöd, weil jetzt, ja, das bringt nichts. Wir müssen dann in den Nether gehen. Was natürlich ziemlich blöd sein wird, weil Minecraft abstürzen wird, aber damit müssen wir jetzt leider leben, dass Minecraft abstürzen wird. Weil wir brauchen Leuchtstein, da können wir gar nichts mehr machen. Ja, DJ 003 Fan. Mal schauen. Jetzt habe ich einen Fehler gemacht. Ich muss wieder runter. Ja, wer muss sich den Kobold nicht anschließen? Das ist halt sein Name, da muss man sich einfach anschließen. Egal. Ach ja, hier ist nochmal die Farm. Ich denke mal, die habe ich eh gezeigt schon. Und hier irgendwo war ich glaube mal Leuchtstein. Ja, hier hinten genügend. Aha. Aber ich glaube da hinten war auch irgendwo. Brauche ich nicht den teuren nehmen, was ich vorhin schon immer abgebaut habe. Ja, hier ist schon. Etwas nach oben, aber immerhin. Und wir haben nichts da zum Hochgehen. Ach klar. Und zum Hochbauen und was. Also die Frage ist ja auch, wo wir den Reaktor hinbauen. Soll ja ein wenig abgeschottet sein. Vielleicht den Computerraum. Da hat er wenigstens einen Nutzen. Wäre ja was, ne? Nee, irgendwann werde ich den Computerraum schon fertig bauen. Ich muss ja die ganzen Programme schreiben und so, und das dauert halt etwas. Und momentan habe ich nicht gerade viel Zeit. Deswegen kommt auch maximal nur ein Video am Tag von Minecraft. Ja, jetzt mache ich auch etwas mehr mit LS. Beziehungsweise mehr. Ich mache überhaupt etwas mit LS. Ich meine, ich habe es früher oft gespielt, die 2011er Version, 2009, 2008 und so weiter.
Ja, ich bin immer einfallsreich. Danke. Einer muss ja, ne? Ich könnte ja einfach mein ganzes Haus hier hinkopieren, den Nether. Nur leider geht's ja nicht. Ne, Unterwasserbunker. Hab ich was? Ja, Wasser habe ich ja wohl irgendwo in der Nähe, oder? Bei meinem Haus. Man muss immer, denke ich, mit seinen Leitungen auch legen. Die kann schon dann etwas länger werden. Da muss ich mal gucken, ob ich was... Doch, ich habe Wasser. Aber ich glaube, kein tiefes. Aber naja, mal schauen. Holen wir das noch? Ja. Ja, das haben wir heute schon gesehen, ne? Kopffunktion. Schreibt da schon eine Fehlermeldung. Naja, vielleicht geht's aber hier, weil... Ich habe ja schon einmal ein Haus kopiert, eben nur, dass die Pipes nicht mit kopiert hat. Weil hier ist ja Singleplayer Commands und auf dem Server ist der Word Edit, Word Guard. Das ist ja ganz was anderes wieder. Das heißt, müsst ihr fast gehen. Vor dem Haus. Verstehe nicht. Ja, man kann schon kopieren, aber eben das Haus geht nicht kopieren. Weil da wahrscheinlich irgendein Mod drin ist, der nicht mit kopieren geht. So, den Turm lassen wir hier stehen und hüpfen in unseren Tod. Haha. Also ich denke, der Durchstab wird reichen vorerst mal. Für unseren Atomreaktor. Hoffe ich halt mal. Weil nochmal will ich hier nicht rein. Und jetzt können wir nur alle hoffen, dass Minecraft nicht abstürzt. Sonst wird auch kurz die Folge abstürzen, also der Livestream. Da müsst ihr halt dann später die Seite nochmal aktualisieren. Wenn das Bild weg ist, damit er wieder neu geladen wird. So, jetzt nehmen wir aber hier trotzdem noch ein... Okay, da nicht. Ich versuche dir jetzt mal zu glauben. Mann, danke. Dass ich einfach suchwert bin. Also wenn es jetzt abstürzt, einfach kurz warten, danach die Seite neu laden, dann kommt der Livestream wieder. Und wir hoffen mal, dass es nicht abstürzt. Ah, es ist nicht abgestürzt. Cool. Das passiert nur alle 20 Mal oder so, dass Minecraft nicht abstürzt, wenn ich hier rauskomme. Also warum fliegen bei dir eigentlich die Nether aus? Wo waren die in der Luft? Keine Ahnung. Ich habe keine gesehen. Blind vertrauen. Du brauchst mir gar nicht vertrauen. Was willst du mir groß blind vertrauen wollen? Das hat ja gar keinen Sinn. Mir ein Vertrauen ist am besten lieber gar nicht. Achso, ja, Advanced Schaltkreise wollten wir noch machen. Weil ich weiß, wenn wir jede Primär brauchen. Wie viel Stück? Hä? Was? Warum bei mir die Netherorts nicht in die Luft fliegen? Also bei mir explodieren sie. Das meine ich. Wie explodieren? Das verstehe ich jetzt gar nicht. Aber naja. Wie können Netherorts explodieren? Das ist mal ganz was Neues. Reaktor. Okay. Mensch, so. Generator, das können wir auch machen. Reaktorkammer. Wenn ich da schon sehe, die ganzen Rezepte und so weiter. Mann. Wie viele Mods und welche Mods? Schau einfach im Forum, da ist ein Modpack, dann lad's dir runter und schau selbst nach. Ich werde nicht alle aufziehen, da sind ja über 90 Mods, also. Also ich habe schon über 100 mittlerweile, aber im Modpack sind 77, glaube ich. So, jetzt wollte ich... Ach, immer dieses Kommentare lesen, da vergisst man immer, was man machen wollte. Also, Kurzellen. Also, ich sehe, wir brauchen jede Menge Advanced Alloy. Das ist mal Nummer 1.
Das heißt, wir werden es gleich hier mal 32 machen lassen. Aber ohne den wird gar nichts gehen. Ja. Der Kobold kennt sich schon aus. Der hat meine Regeln schon gelesen. Decke, das Wort möchte ich nie hören. Dann bauen wir diese komischen Zellen noch. Ach, wie geht denn die noch? Ach ja, genau. Extraktor. Haben wir Wasserzellen? Haben wir nicht. Dann machen wir welche. Ich hoffe, hier ist niemand. Wenn doch, ist mir auch egal. Ich nütze das böse Modpack. Ja, es ist nicht böse, aber es hat ziemlich viele Bugs und so weiter. Und ja. Hier bei meinem Modpack, da kann ich die Mods installieren, die ich haben will und nicht die, was andere installiert haben. Hier kann ich Mods dazu packen, rauslöschen, wie ich will. Das ist dann gar kein Problem. Bei diesen Deckets, ja, da bist du gebunden, da kannst du gar nichts machen. Deswegen mag ich das nicht. Wie viel brauchen wir denn davon? Ich glaube jede Menge, ne? Aber zu viele dürfen wir jetzt auch nicht machen. Wirklich, ja, das stimmt. Also Kobold ist, ja, er ist hauptsächlich in der Nacht online. Ich schaue immer schön zu auf der Dünnmap, wo er sich befindet, was er schön macht. Ich bin so ein kleiner Spionagefreak. Kupfer, dein Schaltkreis. Am Tag ist er nicht so viel online. Jawohl, heute war er auch, aber machen wir so. Haben wir nie jetzt einen Extraktor? Doch. Wir müssen noch irgendwo einen blöden Extraktor haben. Einen Rotator-Extraktor meine ich. Ich weiß wo. Unten haben wir einen. Den gehen wir schnell mal benutzen. Vertraue niemals einer Frau. Ja. Ach genau, da könnt ihr eh mal schauen. Was sagt denn eigentlich der da? 48, das reicht noch. Das mit deinem Vertrauen kannst du auch Ben Mann sagen. Weil das funktioniert leider auch nicht bei den Männern. So, hier. Der Vater müsste eigentlich sein, dass er die rauszieht. Nee, er zieht da nicht raus. Okay, dann nicht. Zu früh gefreut. Ja, und auch nicht vergessen, zu Halloween gibt es auch auf Teamspeak eine kleine Party-Quatschrunde. So persönlich, da sind auch ja, alle vom Forum online, also Moderatoren, Administratoren und so weiter. Viele sind wir ja nicht, sind ja nur eine kleine Gemeinde, aber immerhin etwas. Klein, aber fein, so ungefähr. So circa halt, nee, das war anders. Naja, da könnte man jetzt streiten. Also Adventure Circle kommen keine an. Das heißt, irgendwo ist wieder ein Fehler, Mann. Das Problem ist, oder das Gute ist, bei einem PC, den kann man ausschalten. Hast du schon mal versucht, deine Frau auszuschalten? Mann, ich habe schon versucht, aber die ist nie wieder einschalten, die ist kaputt gegangen. Und das ist das Blöde. PC schaltet man aus und schaltet wieder ein, da funktioniert wieder. Die Frau geht immer kaputt. Ach, okay. Ach, jetzt wieder dasselbe Problem wie letztens, dass der das nicht hier connected. Das ist nervig. Scheiße, sorry. Blöde Logistik-Pipe da. Die funktionieren nicht immer. Eisen. Ach, Mensch, wie mich das ankotzt hier. Man vertraut einmal den Logistik-Pipes und dann klappt's nicht. Keine Ahnung, wieso die nie funktionieren, wenn ich sie brauche.
ein Falter. Aha. Wie ein Falter. Die Frau bekommt genug Liebe, ne? Zu ihren Ausgehenzeiten. Sie bekommt Liebe von in der Früh 3 Uhr bis in der Früh um 6 Uhr und das muss reichen. So ungefähr, oder? Zu gewissen Zeiten bekommt die Frau Liebe. Alles eingeplant. So. Weh, das klappt jetzt nicht da. Ach Mensch, hier fehlt auch noch jede Menge. Ah, das waren unsere Adventure Alloy, die nie angekommen sind. So. Zack. Nehmen wieder raus, den Scheiß da, Mensch. Das hatte ich schon öfters, dieses Problem, dass die Logistikpipe nicht funktioniert haben. Man vertraut sie dann einfach. Was jetzt mit der Adventure Alloy ist, das jetzt halt mit den blöden Schaltkreise, sind die jetzt oben oder wie oder was? Mensch, ich könnte hier auszucken. So, jetzt ist alles heraus. Ja, klar. Was ist damit der Teleport bald wieder? ID 500. Warum warten? Das sollte ja nicht das. Die ID 500 ist ja von anderen Haus. Warum sind die Sachen da oben? Vielleicht weil es hier nicht weiter ging. Echt, das ist echt zum Kotzen hier. Das kann nicht sein. Das kann nicht sein. So, was macht er, wenn er jetzt fertig ist? Gar nichts, er wartet da wahrscheinlich. Nee. Schau schon wieder hier. Was haben die mit der blinden Teleportpipe hier weg mal? Okay, anscheinend lag es an der Teleport-Pipe. Verstehe ich gar nicht. Ja, etwas. Etwas ist gut gesagt. Was ich, ob ich rauche? Nö, warum soll ich rauchen? Ja, meine Maschine. Nee, ja, mein Kopf raucht mittlerweile. Weil mir das sowas auf den Zeiger geht hier. Tut mir erst mal kein Adventure-Schaltkreis. Ja, hier 4 Stück. Wow, ich bin begeistert. Zum Kotzen hier. Was hat denn hier gefehlt jetzt? Bin ich wieder blöd, ne? Achso, die Wasserzellen. 2. Und nochmal 3. Den hier. 3 Stück. Reaktor kann man. So, die haben wir. Adventure Alloy und die brauchen wir noch. Okay, die haben wir auch, oder? Wie viel haben wir? 2, 4, 5 Stück. Und wir brauchen 4 Stück. 8 Stück. Nee, 6 Stück. Traumhaft. Wieder eins zu wenig. So. Ach komm, her da. So. Den. Er raucht schon heutzutage. Naja. Mal gucken. Maschinenblock, haben wir so einen? Nope. Haben wir überhaupt irgendwas? Nee, haben wir nicht. Wir sind zu dumm. Oder ich bin zu dumm. Ich bin zu dumm zum. So. Zack und zack. Modern Wars 3, ja. Das ist wohl ein Spiel, das ich überhaupt nicht leiden kann, ey. Ja, ich schau mal kurz auf die Liste, was ich noch erwähnen wollte innerhalb der Stunde. Genau das mit Halloween habe ich ja schon gesagt. Beim Server, ja, da werde ich auch jetzt einiges umstellen. Zwar würde ich beim Server eben wie heute schon begonnen. Kobold hatte schon die Ehre. Und hat ein neues Grundstück bekommen. Und auch das Muffin von ihnen hat ein neues Grundstück bekommen. Es werden größere Grundstücke den Usern zugeteilt. Also könnt ihr euch freuen.
und es werden demnächst auch die Regeln etwas geändert. Wir werden auf einen anderen Server hosten, weil es gibt einen anderen Server, der ist etwas billiger und besser. Wir haben eben dieser Free Server, den ich schon online gestellt habe. Ich habe den versucht zu töten, also bis er abstürzt, hat leider nicht funktioniert. Er war stärker als ich. Ich habe 100.000 Nukes gezündet, der ist einfach nicht abgestürzt. Deswegen werden wir wahrscheinlich den nehmen, weil der hat 100 Slots und kostet gleich viel wie der momentane bei Nitrado. Also Zeitgern wechseln wir mal schon aus, weil 100 Slots, klar, 100 Slots wird der Rahmen nicht verkraften, aber ich glaube auch nicht, dass so viele Leute oben sein werden. Zumindest hoffe ich es mal. Sonst müsste man echt den erweitern. Ja, ich hatte Generator, haben wir sowas? Nöp. Dann lassen wir einen craften, vielleicht funktioniert es jetzt mit dem craften. Questen wollte ich. Bin mal gespannt, ob jetzt alles ankommt, was ich bestelle, oder wieder nichts ankommt. Bin ich gespannt, ob der Generator jemals ankommen wird. In der Zwischenzeit packen wir das alles mal rein da. So, oder? Die zwei Kammern. Und diese zwei. Na komm her. Also bis jetzt noch nichts angekommen. Also vermutlich wird auch nichts mehr ankommen. Kann ich mir vorstellen, dass das nicht funktionieren wird. Gehen wir dazu nochmal schauen, ob da jetzt irgendwas unten steckt oder ob das nur lange braucht oder gar nichts angenommen hat. Ja, man bestellt und nichts kommt. Das ist, ach, ich weiß nicht. Das Logistik, ja, hier. Refined Eisen ist hier. Aber Kabel fehlt. Kabel ist normal hier, also fehlt Kupfer. Ja, zwei Batterien, wow, ich bin begeistert. So. Wieso hat er schon wieder keine Batterie gemacht? Da ist die Batterie. Kabel, gar nichts da. Ich denke, ich werde das ganze dämliche Logistikbehalbssystem hier abreißen. Und mir das manuell bauen aus Buildcraft mit Computercraft und so. Oder mit dem Wiesn-Controller, aber das funktioniert wenigstens. Nicht so wie dieser Scheiß da. So. Aber jetzt haben wir unseren Generator. Wow, wir haben einen Reaktor. Ich bin jetzt echt begeistert. Ein Reaktor kann man mal ich jetzt nicht machen. Wir werden uns erstmal darum kümmern, wo wir den hinstellen. Irgendjemand hat gesagt, ins Wasser. Hier haben wir Wasser. Nicht gerade tief, aber es sollte auch nur ein kleiner Raum werden. Wir können, denke ich, bei der Insel ein Loch runtermachen und unterirdisch bauen. Das werde ich machen. Hier steht sowieso ein Baum in der Luft. Genau hier in der Mitte. Ach ja, hier spinnt mein Drill wieder, eklar. Wo ich mein Leiste mit Bild machst, du meinst von mir, also mit Kamera. Oder wie? Oder wie meinst du das? Bild hast du jetzt auch eins. So. Ja, wie meinst du das jetzt mit dem Bild? Meinst du das mit Kamera oder wie? Ach Mensch, das kann nicht sein, diese blöde Flint hier. Wer braucht den Scheiß schon? Braucht kein Mensch hier. Und trotzdem ist es in Massen da. Ach Mensch. Ja, schon wieder, klar. Ja, mit Cam kann ich das leider nicht machen, weil ich besitze keine Cam. Also, kann ich es auch nicht machen. Und ich werde mir jetzt nicht extra nur deswegen eine Cam kaufen. Nur die
kostet auch wieder, weißt du, um die 50 Euro, wenn du eine etwas bessere haben willst, wo man vielleicht auch irgendwie das Gesicht erkennen könnte und so, weil schlecht wäre es nicht, wenn man auch das Gesicht erkennen könnte oder wer überhaupt da sitzt, welche Farbe anhat vom Gewand her, wäre auch nicht schlecht zu erkennen, ne? So ungefähr, ja. Ja, aber schau, wie viel da ist. Du weißt ja nie. Das kann ja nicht sein, wer braucht so viel. Da muss irgendwas in der Spawnrate falsch gegangen sein oder was, keine Ahnung. Also wenn jemand mal Flint braucht oder Kies, er soll sich einfach melden. Ich hab genug. Kann ein bisschen von mir haben. Na gut, mal so eintauschen gegen 200 Diamanten oder so. Ja, ich könnte euch eh mal fragen, was haltet ihr davon, wenn ich ein bisschen mit diesem Equivalent Exchange arbeite? Oder beginne halt. Mit diesem Kondenser und so, was es halt da gibt, keine Ahnung, wie die Dinge heißen. Ob man das machen sollte oder nicht. Ja, meinen Laptop habe ich auch nicht kennen. Aber ich spiele am PC, zumindest. Minecraft am PC. Theoretisch hätte ich zwei Kameras, weil ein Modlin hat in ihrem Laptop eine Kamera, die ich in meinen. Also wären es eigentlich zwei Cams, aber ich werde es ja nicht über den Laptop Minecraft streamen. Das würde nicht funktionieren. Dazu ist der Laptop nicht gut genug. Killer High. Mensch, klar. Kill doch jemanden. Ich denke mal, dass der Raum etwas unsymmetrisch ist. Aber das soll ja kein Stern, oder? Fackel hier, Fackel da, ja. Immer dieser blöde Kies. Der nervt sowas. Ich habe 64 Bit installiert. Ja, ich kann auch Minecraft auf meinem Laptop spielen, aber mit Texturenpack und so, ja, ist das nicht mehr so schön. Außerdem hat er ja nur 15,3 Zoll, also auch nicht gerade groß. Deswegen ist das etwas blöd und zum Streamen, glaube ich, reicht die Prozessor- bzw. die Grafikkarte-Geschwindigkeit nicht aus. Das wird er nicht schaffen. Also ohne ist das nicht mit dem Streamen, da braucht man schon etwas Leistung, besonders das Internet. Und vor allem, wenn man nicht wirklich überall Premium-Accounts hat, wo man dann wirklich mit voller Leistung streamen kann. Mann, okay, ich habe ich streame mit XSplit und da habe ich mir Premium gekauft. Weil ohne Premium kann man da gar nicht streamen. Ich glaube nicht. Ja, wäre schön, wenn so viele Leute das Livestream schauen. Da würde ich mich freuen, aber so viel ist es leider nicht. Ich glaube, 7 Leute schon im Livestream. Aber das ist mir egal, weil ich wollte sowieso heute eine Folge aufnehmen, deswegen stört mich das jetzt ziemlich wenig, ob ein paar Leute hier sind. Weil es ja kein offizieller Livestream war, sondern eher... Ja, so ein spontan Livestream. Wie eigentlich alle von mir, weil... Ist anders, ja. Ich kann es mir einfach von der Zeit her nicht sagen, dass ich, weiß nicht, in einer Woche ein Livestream mache, weil... ich nicht immer Zeit habe. So die guten EBS, wenn ich Zuschauer haben. Naja. Ja, ich weiß, du vergleichst mich jetzt wahrscheinlich mit Gronkh oder so. Du musst dir aber eins denken, mich gibt es erst seit 5 Monaten, Gronkh gibt es schon seit einigen Jahren. Deswegen, ich muss sagen, für 5 Monate schon über 400 Abonnenten ist eigentlich nicht schlecht. Finde ich, für mich persönlich. Gronkh, ja, den gibt es schon seit Jahren. Außerdem leitet Gronkh eine eigene Firma und so weiter, deswegen hat er auch mehr Leute, ist ja klar. Der hat ganz andere Möglichkeiten. Entfernt. Das
das ist was anderes, wenn man wirklich schon länger bei YouTube ist und so. Aber das soll mich nicht stören. Ich spiele hier, weil ich Lust habe und nicht, weil ich unbedingt 1000 Leute haben will, die was zuschauen. Vom Fernseher. Warum? 30 cm vom Fernseher. Das verstehe ich jetzt selbst nicht. Das musst du mir mal klären. So muss das sein. Ja, wenn der Fernseher nur 3 Pixel groß ist, kann ich es mir vorstellen. Dass du dann so vom Fernseher hocken musst. Aber sonst kann ich mir das irgendwie nicht vorstellen, warum das so sein sollte. Ja, einige haben es vielleicht auch schon gemerkt, dass ich mittlerweile YouTube-Partner bin. Ja, eigentlich ist es ja so, dass es über Österreich nicht funktioniert, dass man YouTube-Partner wird, weil Österreich und Schweiz ist aus der YouTube-Partnerschaft ausgenommen, aber dennoch bin ich YouTube-Partner geworden. Es gibt für alles eine Möglichkeit. Ich dachte bis ja, vor kurzem auch nicht, dass es funktionieren würde, vor allem weil ich so wenig Abonnenten habe und so weiter. Aber es klappt alles, man muss es nur wollen. Okay, ich muss auch sagen, momentan sind bei mir nur die Futures freigeschalten. Also ich bin schon vollwertiger YouTube-Partner, verdiene aber kein Geld damit. Momentan halt noch. Mal schauen, ob sich das ändern wird, aber ich denke mal schon, mit der Laufe der Zeit wird sich das ändern. Nur momentan muss ich eben die ganze Werbung unterscheiden, damit ich die Features, wie zum Beispiel zeitversetztes Hochladen oder auch die Anzeigebilder verwenden kann, muss ich halt eben leider Werbung schalten. Sonst wird mir das Recht wieder entzogen. Ist leider so, aber naja. Ja, mit 170 cm auf 30 cm Abstand, dann wirst du wahrscheinlich nur 5 Pixel sehen oder so. Würde ich mal sagen. Ich wohne in Österreich. Und Österreich darf kein YouTube-Partner werden. Offiziell. Beziehungsweise YouTube lässt das nicht zu. Aber es gibt da sowas wie Drittanbieter, über denen kann man dann Partner werden. Man hat natürlich auch ein paar Nachteile, aber das stört mich momentan nicht, weil ich wollte immer das die Anzeigebilder und so haben und deswegen habe ich mich jetzt als Partnerforum beworben. Also Partnerkanal, nicht Forum. Es gibt echt Augenkrebse. Wohl mehr als wir Augenkrebs. So. Blöde Steine. Ich muss nur aufpassen, dass ich keine versehentlich irgendwie anders baue, weil sonst ja, das Abbauen ist immer mühsam von den blöden Steinen. Und nicht vergessen zu Halloween. Also ich glaube um 23 Uhr findet das statt. Dann können wir alle mal richtig miteinander quatschen. Also richtig. Über allgemeine Themen, was so anfällt und so. Mal schauen, wie viele sich da teilnehmen. Wäre gut, wenn ihr euch im, wenn ihr im Forum noch zu dem Beitrag was dazu schreiben würdet, dass ihr teilnehmt. Dass man circa weiß, wer teilnimmt und wie viele. Modlina ist noch Österreicher. Aber ich denke, sonst wer zuschaut, glaube ich, niemand, wenn noch Österreicher ist. Es ist halt leider so, dass 99% der Zuschauer aus Deutschland kommen. Ich weiß selbst nicht warum, aber... Na ja, okay, 99% ist übertrieben, aber sagen wir 80% der Zuschauer, die meine Videos schauen, kommen aus Deutschland. Mich würde gerne interessieren, warum nur alle aus Deutschland, aber... Keine Ahnung, die Welt ist so groß und nur aus Deutschland schauen sie zu. Naja, okay, vielleicht hat es auch mit der Sprache zu tun. Weil Engländer wird kein deutschsprachiges Let's Play schauen. Wobei ich schaue ja auch englische Let's Plays. Warum schaut der dann keine deutschen? Wäre auch nicht schlecht, ne? 1% Schweizer, so ungefähr.
Schwitzer haben es in sich. Die schwitzen immer. Wow. Das wäre fast ins Auge gegangen. Jetzt muss ich ein Löchchen lassen. Ja, ich würde mal sagen, dass der Livestream eh schön langsam wieder zu Ende ist. Weil ich wollte den heute nur eine Stunde machen, weil ich bin ziemlich K.O. Vielleicht merkt man es auch, weil ich redefaul bin, aber... ist halt leider so. Jeder Mensch braucht mal Schlaf und Ruhe. Beziehungsweise hat nicht immer Lust zum Quatschen die ganze Zeit. Und dann Livestream, da muss man leider die ganze Zeit quatschen. Außerdem hat mich heute dieser Herr Kobold sowas von hingehalten am Server. Da bin ich schon jetzt so K.O. Ja, ich hab Skype, aber ich bin da nicht online und ich gebe auch die Skype-Daten nicht weiter. Ich würde sagen, was mit den IC2-Lampen ist. Die kommen nicht in die Kiste der Schande, sondern in den Recycler der Schande. So, viel Spaß damit. Da soll gutes Scrap rauskommen. Wie, da kommt kein Scrap raus. Das sind einige Diamanten, das waren 12 Diamanten und da kommt kein Scrap raus. Das ist eine Frechheit, die verklagt die. Hä, was für ein Auge mit 774. Verstehe ich nicht. Ich bin zu doof. Ich bin zu dumm. Ich bin zu dumm, 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 dumm. Ja, was ich noch fragen wollte, sollte ich vielleicht auf die 132 wechseln? Weil, ja, es gibt halt wieder ein paar Erneuerungen, aber ich denke mal die 123, 132, 123, nee, 132 ist nicht so gut wie die 125. Aber ich könnte ja ein Modpack mal machen, damit ihr spielen könnt. Und wie, es fragt jetzt jemand ein, ob ich ein Modpack für die 14 irgendwas machen kann? Nein. Mit Sicherheit nicht. Ja, nicht gerade besser. Ja, es gibt halt viele Mods, gibt es halt nicht mehr. 142, ja, okay. Ist mir egal, was die neueste Version ist. Ich habe das erst heute erfahren, weil jemand im Forum geschrieben hat, weil mich Versionsnummer eigentlich nicht interessieren. Ich spiele die Versionen, die ziemlich flüssig laufen. Wo es natürlich auch am meisten Mods gibt, weil... es hat ja keinen Sinn, wenn ich jetzt 132 spiele und da gibt es nur 3 Mods oder so. So viele sind das eh nicht, was es da gibt, aber die wichtigsten Industrialkraft und so gibt es ja schon. Ich weiß gar nicht, ob es überhaupt World Power gibt. Wie lange es dauert, sein Modpack zusammenzustellen, ja. Sag mal, für einen Anfänger, ja, kann es dann mal einen Monat rechnen. Mittlerweile schaffe ich so ein Modpack. Also für 132 das Modpack, was ich für mich selbst benutze, hat so circa 2 Stunden gedauert. Damit natürlich auch die Mods kompatibel sind. Aber klar, man kann ein Modpack innerhalb von 5 Minuten auch erstellen. Aber ob die Mods dann funktionieren, ist eine andere Frage. Aber man muss die alle wirklich schauen, dass die kompatibel sind und so weiter. Hier ist auch nichts. Ach, genau. Ist hier schon was angekommen? Nö. Jetzt versuchen wir nochmal unser Glück. Und bestellen 2 Stück davon. Bin ich echt gespannt, ob da was kommt. Firefox Bug. So. Jetzt mal looken. Da ist mal nichts. Ja, okay. Refined Eisen hat er nicht, weil er wieder hier nicht Kontakt hat. Warum ist das immer so, dass der Scheiß hier nicht funktioniert? Könnt ihr auszucken? Versteht ihr das? Das nicht funktioniert. Das kann echt nicht sein. Ey. Das hat nie funktioniert. Ja, okay, hätte ich machen können. Aber das ist ja egal, ich brauche kein Scrap, ich habe genug Scrap. Dafür habe ich ja meine schöne Kiste hier. Und Scrap, wer Scrap braucht, habe ich auch noch. Ziemlich etwas hier. Und da, das Überflüssige wandert ja oben im Mass Locator.
hier meines Generatoren. Ah, cool. String and number. Gut, ja. Okay, er hat einen Fehler. Ich weiß auch schon warum. Weil ich den Minecraft-Pfad geändert habe. Deswegen zählt er nicht mehr, weil das Programm nicht mehr findet. Muss ich ändern. Ja, die Kiste kann nicht überlaufen. Weil hier ist ein Advanced Pipe und dann laufen die Scrap, was zu viel sind, nach hinten durch das System rauf zu unserem Messwerkhälter. Irgendwo da oben ist da. Ja, in einer Folge ein Computerprogramm programmieren ist etwas schwierig, weil... Ja, ich kann es auch nicht aus dem Kopf heraus. Also hier kommen dann die Scraps an. Da unten kommen die Scraps an und hier wandern dann die... UU-Meter wieder runter. Zum Programm eben, ich kann das auch nicht auswendig aus dem Kopf schreiben. Ich habe mir einfach ein paar Zeilen notiert und die kopiere ich einfach immer hin und her, weil es ist ja immer das Gleiche. Okay, einer ist angekommen. Aber ein paar Tutorials habe ich ja schon gemacht. Ja, ein Programm schreiben kann ich auch, aber live schreiben ist halt etwas schwieriger. Man, ich könnte schon, ich schreibe es mir einfach auf, drucke es aus und dann schreibe ich es ab, dann wäre es das Gleiche, aber ich denke mal, das hat keinen Sinn. Ja, genau. Notepad++, man kann es ja natürlich auch aufnehmen. Ist ja nicht so schlimm. Alles ist möglich. Lotto, ne? Sagt man ja so schön. Ja, gewonnen habe ich noch nie. Aber es wäre ja möglich, dass man gewinnt. Man muss es nur wissen, welche Zahlen man braucht. So gut. Über Mega-Upload. Was wissen da für eine News über Mega-Upload? Ja, drei richtige sind nicht sechs, da hast du leider ein Problem. Was? Nö. Warum wird die so schnell leer? Kann mir das einer erklären? Okay, dann soll es so sein. Was ich tun würde, wenn ich Lotto 10 Millionen gewinne? Mein kleines schickes Haus in den Bergen kaufen? Ja. Einen guten PC kaufen. Und Videos machen. Minecraft spielen auf alle Fälle. Und Landwirtschaftssimulator. Das würde ich machen. Und den Bergen ein Haus, wo ich meine Ruhe habe vor allen anderen. Und das war's. Einen schönen Geländewagen, damit ihr auch auf den Berg raufkommt. Gut, aber ich würde jetzt sagen, wir haben 20 Uhr, also beende ich jetzt den Livestream. Mit Butler, nee, bin dann schon alleine. Vielleicht eine McDonald's nebenan. So ein privat McDonald's, aber mehr nicht. Okay, also ciao, danke fürs Zuschauen. Dann morgen oder heute nicht vergessen auf YouTube bewerten. Positiv. Und ja, im nächsten Livestream geht es eben um LS, also es wird ein Livestream Multiplayer sein. Das habe ich eh schon mal öfters erwähnt in den Videos. Okay, dann. Ja, ich komme dann noch DS. Bis dann und ciao. Danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal.